Lalalala. Puh, was geht ab hier? Da ist der erste Verhaspler. Kein Problem, ist auch wieder der erste Vlog nach langer Zeit. Ich melde mich jetzt natürlich auch wieder zurück. Gino hat da natürlich eine super Vorarbeit geleistet. Jetzt bin ich heute wieder dran. Und zwar geht es um Folgendes, und zwar die Fußball-WM. Was haltet ihr davon? Brasilien ist halt gerade nicht dafür bekannt, dass es da so super vor sich geht, beziehungsweise dass die Verhältnisse zwischen Reich und Armut normal sind, sondern da sind ja so eine Kluften, ja. Was haltet ihr davon? Meint ihr, dass Brasilien, beziehungsweise die Präsidentin aus Brasilien, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, dass sie das alles vertuscht, um die Armut und die Kriminalität und das Drogengeschäft da so weit zu vertuschen? So wie wir das jetzt gesehen haben, der ganze Trailer und alles, was dazu kam von der Fußball-WM für die Fußball-WM, ich finde, das ist wirklich absolute Scheiße. Man kann doch nicht irgendwie sein Land so regieren, dass man wirklich Leute in Blechdosen wohnen lässt, ja, aber dann irgendwie für 20 Milliarden irgendwie, weiß ich nicht, ein Riesenprojekt starten, um dann eine Fußball-WM zu organisieren und auch austragen zu lassen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ja, ich sehe das einfach so, oh, manchmal die Hand wechseln, ne? Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, ja. Also, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das auf jeden Fall ein absolutes No-Go ist. Man kann auch nicht, wie gesagt, eine Regierung so führen, ja, dass Leute da Hundescheiße fressen müssen und dann irgendwie 6 Wochen da mal Larifari machen. Das funktioniert so nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr dazu? Was haltet ihr davon? Fußball-WM immerhin ist immer noch schön, macht immer noch Spaß, aber ist es das wert, so zu leben und so eine Kosten auf sich zu nehmen und dass seine eigenen Landsleute so am Arsch sind und es dann auch runterzuspielen und dann noch sagen, ja, hier ist eigentlich alles gut, hier ist nie was los, das ist totaler Bullshit. Also, was haltet ihr davon? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ich bin wirklich gespannt, ich möchte das echt wissen, eure Meinung ist mir gerade echt wichtig, da ich es so sehe, dass das nicht geht. Das kannst du nicht machen, das kannst du einfach nicht machen, da kannst du noch die größte Staatsmacht der Welt sein, das geht nicht. Du kannst nicht, wenn du kein Geld hast, kannst du das nicht machen. Geht nicht. Und Brasilien ist nun mal nicht dafür bekannt, dass es einer der reichsten Länder sind. So. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr genau der gleichen Meinung seid wie ich. Und wir sehen uns dann. Bis übermorgen. Morgen ist nämlich wieder Gino dran. Und ich glaube, er hat mich gerade angeschrieben. Also, bis dann, euer Dennis. Scheiße, geht er aus? Warum geht's nicht aus? Jetzt aber. Ich meine es ernst, geht nicht aus. Was ist das? Was ist das? Was ist das?